Hallo, ich bin Henriette, ich spiele die Anna von Striso und wir sind hier am Set von Tannbach. Herzlich willkommen. Es erzählt die Geschichte eines Dorfes. Wir steigen ein am Ende des Krieges und erleben dann, wie dieses Dorf mitten durchgeteilt wird. Es ist jeden Morgen eine große Freude, hier wieder ans Set zu kommen und diese motivierten Menschen zu sehen. Es ist eine irre Konzentration, es ist eine unglaubliche Kraft dahinter und das überstrahlt einfach in jedes Department. Wir haben ein wunderbares tschechisches Team. Alle Leute sind wahnsinnig nett und sehr versiert. Wie soll ich denn den Hof auf Vordermann bringen, wenn alle Männer gehen? Wir haben ein super Team und wir haben tolle Filmarchitekten hier, die uns herrliche Sets bauen. Wir haben ja unseren heimlichen Superstar Knut Löwe hier mit an Bord. Und deshalb verschafft er uns einen visuellen Rausch nach dem anderen, weil wir ins Sets kommen und denken, es ist ja unglaublich, sieht ja alles aus wie für uns gemacht. Und es ist auch teilweise alles gemacht und es sieht aber echt aus. Was jetzt hier schwierig war und relativ aufwendig war, einen Gutshof zu finden, der für die Geschichte funktioniert. Wir haben dann nach langer Suche eben diesen großen Hof gefunden, aber es gab eben kein Herrenhaus. Wir haben uns dann entschieden, dass wir das Herrenhaus bauen. Ich kann mir vorstellen, dass das in diesem Film wie so eine Seele einfach auch eine eigene Kraft entwickelt und auch spürbar ist, dass das authentische Orte sind, die eine Geschichte mit sich bringen. Also ganz wichtig, haben wir gesagt, dass wir natürlich sehr, sehr darauf achten, dass wir historisch stimmig erzählen. Es ist einfach, was das Szenenbild angeht, das Kostüm angeht, sehr, sehr wichtig, uns da sehr nah an der Geschichte zu halten. Kostüm und Maske sind für meine Arbeit mit die wichtigsten Grundpfeiler, eine Figur zu entwickeln, eine Figur entstehen zu lassen. Ich versuche dem Schauspieler mit dem Kostüm so etwas wie einen Schlüssel zu geben, dass er aussteigen kann aus sich selber und einsteigen kann in die Rolle. Ja, das macht eine Haltung, auch wenn man die anderen sieht in Kostüm und Maske. Das gibt ganz viel fürs Spiel. Und ich finde ja so in Lumpen rumlaufen, ich finde das alles total hübsch. Ich finde das total schön. Und alle anderen hier? Wo ist der Graf? Tannbach fängt ja mit den letzten Tagen des Krieges an. Das heißt, die Menschen haben schon eine lange Zeit Mangel gelitten. Die mussten aus Resten Dinge zusammensetzen. Das finde ich natürlich auch eine Einladung für einen Schauspieler, sich in eine Zeit einzufühlen, die dann mehr ist als jetzt nur eine äußerliche Facette. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt Lust auf den Film und ich hoffe, ihr guckt ihn euch an.